Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ihr seht schon, wir sind hier fleißig am Machen. Hier entsteht jetzt endlich wieder ein neues Wasserlager. Für den Notfall, dass wir mal für eine Zeit kein Wasser haben, müssen wir ja vorbereitet sein. Unser kleiner Freund hier ist gleich auch mittlerweile leer. Der soll jetzt weiter hier nach Metallen suchen. Hat er denn nicht mal einen automatischen Auftrag sogar? Gebiet abzufarmen, da war glaube ich was, ne? Ich konnte doch automatisierte Routen einstellen. Alles, was du findest, bring es hier hin. Dann soll er das jetzt erstmal machen. Ist doch gar nicht schlecht. So, hier entsteht schon mal der nächste Moxi, damit unsere Sauerstoffversorgung langsam nach oben geht. Magnetfilter. Dann kriegt er gleich mal Magnetfilter eingebaut hier. Ist der Sauerstoff schon mal gleich. Und dann haben wir hier unten auch noch irgendwo Moxis. Deswegen, die brauchen Metall und sind nicht abgegradet. Sektor scanned. Ich glaube, die mittlerweile können wir aber auch die Wassererzeugung ist, ne? Das ist alles mittlerweile einfach nur noch Schrott im Sinne von, dass ich die E-Scheiße gebaut habe. Dadurch wird jetzt hier einfach mal das ganze Zeug zerlegt, dann haben wir davon Ruhe. Und wir kriegen noch ein paar Ressourcen daraus, die wir für andere Sachen Stromnetz durchtrennt. Ha? Ja. Bringen wir die Ressourcen. Ach schau, das ist auch ein tiefes Vorkommen. Das Problem ist halt, du brauchst immer in der Nähe irgendwie eine Kolonie. Das macht es halt nicht unbedingt einfacher. Die brauchen jetzt Maschinenteile und wir haben keine Maschinenteile mehr. Juhu. Was ist er? Er saugt schon wie bekloppt das Metall auf. Research complete. Unsere Wasserproduktion sinkt gerade wieder. Das ist natürlich super. Fabrik-KI. Dann jetzt mal noch eine Frachtrakete. Startet die. Gleich bräuchte ich noch ein paar mehr Passagiere. Starten. Kann ich noch eine Passagierkapsel? Geil. Ich habe keine Passagiere mehr. Was ist eigentlich das hier? Das ist auch fertig gebaut. Jetzt haben wir halt Maschinenteile. Wieder unbedingt, damit das hier funktioniert. Sektor scanned. Da oben ist noch was zum Erforschen, mein Freund. Einfach abladen, perfekt. Die verteilen sich eh so, wie sie es jetzt brauchen. Und die restlichen Roboter holen sich auch gleich das, was sie brauchen, was sie wollen. Das geht jetzt zack, zack dahin. So. Was ist bei minus 10? Was halt noch 30 soll, du. Bis unsere Raketen wieder landen. Jetzt ist das Nahrungslager auch im Arsch. Das ist doch blöd. Neue Anomalie. Aha.
Du hast 15 Passagiere. Ist der Forscher? Colonists are departing. New colonists have arrived. So. Sollten wir dann unsere Ressourcen wieder hermachen können? Vor allem Maschinenteile kommen wir jetzt großteils an. Wie schaut es mit ihm hier aus? Pflanzentyp Flechten. Der Terraform nicht weit genug. Was brauchst du dafür? Bodenqualität um 10%. Warum habe ich dich ausgeschaltet? Schalten wir das Ding mal wieder an. Sektor scanned. Wir haben wieder 2000. So, der betriebsbereit. Gibt es irgendeine Expedition noch, die wir hier machen können? Schaut eher weniger danach aus. Gewährt Geldmittel, wiederholte Einsätze dieses Projektes führt zu geringem Gewinn. Löst Meteoritensturm aus, erhöht Sponsorenforschung im Ausschuss für den Bau eines fortschrittlichen Kommunikationssatelliten. Ah, ne, können wir uns nicht wirklich leisten. So, andere Frage. Können wir irgendwas noch bauen, was sich... Habe ich nicht irgendwo eine Treibhausgasfabrik schon gebaut? Da, ne? Was frisst denn die? Was braucht die Treibstoff? Treibstoff haben wir zum Glück. Da kommt hier wohl noch eine hin. So, Scheiße, hier arbeitet wieder einer drin. Hinten arbeiten jetzt jeweils drei drin. Hier fehlen Personen. We've just found Beagle 2. Or at least what's left of it. 10%, okay. Eieieiei. Sauerstoff ist auch genug auf Lager fürs erste. Wasser wird natürlich noch um einiges mehr auf Lager sein. In Zukunft. Sektor scanned. Ich werde auch dafür, dass wir trotzdem nochmal einen großen Sauerstofftank Sauerstofftank hinpacken, falls was ist. Oh, guck mal, Hauptsache, hier ist ein großes Edelmetallvorkommen jetzt aufgeploppt. Da ist ein tiefes Wasservorkommen. 82.000 Wasser, holy shit. Da ist ein großes Edelmetallvorkommen. Also werden wir doch großteils wahrscheinlich uns hier fortbauen. Wir jetzt mal so ein bisschen die Wege, wie wir hier gebaut haben, App ändern. Damit ich halt notfalls nach da expandieren kann. So. Neue Handelsroute. Haben wir schon wieder so viel erforscht? Scheint so. Dann forschen wir doch mal hier auch noch. Ob es das hier in der Nähe halt erst als erstes mal Interessantes gibt. So.
sector scanned. Wir bräuchten halt immer noch neue Bewohner. Das Forschungsding ist mittlerweile gut bestückt. Sicherheitsposten. Crop failure reported. Und jetzt schon wieder hier. Discovered. Hüllenpolarisierung. Haben wir das jetzt erforscht? Naja, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, dass ich es nicht gemerkt habe hier. Nachhaltige Architektur, meine Güte. So, intelligente Anlage. Intelligente Apartments, Seniorenheim. Offizier. 3 drin wurden zerstört, der kann 5 soll nicht arbeiten. 7 Drohnen? Aber überall verteilt auch noch. Eieieiei. Okay, jetzt haben wir dann alle wieder entfernt. Die liefern auf jeden Fall hier ordentlich. Du kriegst von mir eine neue Aufgabe. Nein, du sollst in dem Gebiet alles farmen und auch wieder nach hier bringen. Schauen wir mal, wie viele Ressourcen wir noch rauskriegen. Die Luft hält schon für 6 Zoll. Ist natürlich nicht schlecht. Kann ich noch eine Passagiermaschine holen oder wie schaut es aktuell aus? 11. Leute, ich brauche mehr Bewohner. Was soll ich mit so Minimalleuten? Ich hab, wie kann das eigentlich werden, dass immer mehr Arbeitsplätze werden? Ich brauche doch nicht mal mehr was. Ah, weil immer mehr Senioren wahrscheinlich, ne? Nicht gut. Bauen wir mal ein Seniorenheim. Das haben wir eh noch nicht gemacht. Seniorenheim. Wo setze ich denn das Ding jetzt hin? Hier. Das braucht natürlich einiges an Ressourcen, aber... Seniorenheim tut den auch mal gut. Da kommt nie mal wieder an. Wir haben jetzt eigentlich schon tonnenweise Nahrung und sind super stabil, aber why not? Hier sollen wir flechten und flechten. Bau flechten in Massen an. Wir bauen jetzt einfach eiskalt noch einen hier hin. Der soll sich hier direkt mal drum kümmern. Und ich will hier oben auch einen platzieren. Meteor shower incoming. Jetzt auch noch ein Meteorsturm, ja sicher. Shuttles überlastet, ja, das habe ich irgendwie mir gedacht, dass das passieren wird. Aber gute Nachricht, wir werden hier einen neuen Shuttle Hub hinbringen jetzt. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Erforscht. Elektronische Bürste. Achso, das ist zum Säubern, ne, das Ding. Da kommt ein Shuttle Hub hin. So, die Temperatur passt schon großteils.
Zweite Fabrik ist auch eine und läuft auf Volllast. Treibstoff verbraucht, Treibstoffproduktion. Dann schauen wir ja super gut aus dabei. Jetzt kriegt er von mir den Auftrag, einfach Pflichten wie wahnsinnig zu produzieren. Sektor scanned. Eine neue Anomalie, das ist doch noch geiler. Scannerino. Ja, akzeptieren wir auch noch. Wenn wir genug Nahrung für das erste auf Lager haben, kann uns jeder Ausfall auch mal für eine Zeit auf den Senkel gehen. So, und dann kommt eine Frachtrakete. Achso, nee, euch brauche ich gar nicht. Starten. Ja, jetzt wird schon wieder Selbstmord begangen. Ich glaube, ich muss mal echt gucken, dass die sich hier gut verstehen noch. Na, denn ach, das Nahrungslader ist super. So, wie schaut es hier mit euch aus? Ihr baut noch brav die Shuttle, ne? Die Bratbauer. Fettes Energienetz, holy shit. Ja, man darf nie unterschätzen, was wir hier geschafft haben schon. Also wir haben echt einiges geschafft. Forschung her. Neue Spitze Senatorin behandelt Kolonisten, um Schwächen zu beseitigen. Neues über Hacking Universität geht nicht schneller Forschung als ein Forschungslabor. Ist natürlich auch geil. Höhenpolarisierung. Gebäude müssen seltener gewartet werden. Wir machen erstmal das hier. Das kostet zwar Schweine Zink, aber scheiß drauf. Ich würde halt hier gerne hinten dann noch eine Ding machen. Ich sollte erstmal schauen, dass ich so viel Kolonisten habe, dass das alles reicht. Keine Fertigbauten. Ja, das wusste ich bereits, meine Freunde. Ah, wir haben wenig Ressourcen von einer großen Anzahl eigentlich schon mittlerweile wieder. Aber zum Glück landet bald wieder eine Rakete. Hier sind die auch fleißig am Bauen. Lieferst du hier ab? Du kriegst von mir wieder den Auftrag. Alles. Und bring es wieder hier hin. Hier kann erforscht werden. Effektvolle Klingen sind auf der Forschungsanzeige erschienen. Hochleistung zu diesem Frachtkapazität der 3 erhöht. Holy shit. Plasmaschale. Produktion von Edelmetallextratoren wird um 50% erhöht. Das Metall- und Betonkosten für Konstruktion werden um 20% verringert. Okay, was ist das hier? Metallextraktion aus der Tiefe Edel ermöglicht den Abbau von tiefgelegenen Metall- und Edelmetallvorkommen. Okay, schick. Hängende Gärten, neue Spitzengebäude, hängende Gärten, eine wunderschöne Parkanlage für den Komfort aller Bewohner der Kuppel deutlich verbessert. Die Vegetation wächst 50 schneller. Wohnorte innerhalb von Standardkuppeln und Mikrokuppeln zufliegen. Was ist das? Erhalte ein Nachhol in Unterstützung von. Das wäre doch schon mal geil. Wachstum anheben. So, du bist ordentlich am Pumpen. Du kriegst auch mal hier direkt Vollwachstumsschub. Wir schauen, dass wir jetzt so viel wie möglich anbauen. In der Zeit.
Sektor scanned. Und dann haben wir in der nächsten Zeit eine richtig schöne Oberfläche wieder. Colonists are departing. Können wir uns nicht einfach mal einen Kolonisten hier schnappen und gucken, wie es dem geht? Besonderheiten. Arbeiten während der Nachtstunde. Hat außerhalb der Kuppel gearbeitet. Arbeitet während der Nachtstunde. Gut erholt. Dem geht's ja echt kacke. Wenn wir jetzt den hier nehmen, ihm geht's ein bisschen besser. Weil die arbeiten halt teilweise außerhalb der Kuppel. Das ist halt zu erwarten doch ein bisschen, ne? Leider in dem Fall. Was liefert er jetzt alles? 45 Metall, ist doch geil. Werden hier oben jetzt auch nochmal die Stromproduktion ein bisschen antasten. So. Noch ein bisschen Energie. Hier oben wird wahrscheinlich eines der größten Abbaugebiete in der nächsten Zeit einfach bleiben und sein. Sektor scanned. Das wird wahrscheinlich so bleiben für die nächste Zeit. 26. Saatgutverbrauch 4. Solange es grün wird, am Ende ist alles gut. Wir machen aktuell vor allen aktiven Gebäuden 0,04 Fortschritt. Das ist was, ne? Das ist schon was, aber wie gesagt, bestimmte Gebäude arbeiten halt nicht. Produktion plus 20%. Ja, dafür brauchen wir halt auch wieder. Wie schaut's hier aus? Wie ein toter Kolonist ist natürlich wieder genau das, was wir brauchen. Verstärktheit ist schon. Ist halt auch schon verstärkt. Ich habe hier eine Fabrik, die ist relativ hoch im Anlaufbereich. Alles gerade nicht so toll, wie ich es mir gewünscht habe. Aber ja. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.